Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir spielen Tap. Einfach weil ich glaube, Tap habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und irgendwie verliere ich langsam den Überblick. Ich glaube, ich muss mir mal eine Liste anlegen, wann ich welche Survivor gespielt habe. Damit ich euch einfach auch Abwechslung hier biete und nicht immer mit den gleichen spiele. Aber als ich so geguckt habe, dachte ich, Tap war schon lange nicht mehr dabei. So. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu erzählen, außer dass das Event vorbei ist. Und ich versuche schon gerade das 10. Mal eine ordentliche Runde aufzunehmen. Es ist so schrecklich. Er hat mich eh gesehen. Er hat Ruin, der Gutste. Ruin, Ruin. Was guckt er denn da? Ich gehe zurück? Ja. Nur AFK-Killer. Leute, die sich haben sterben lassen. Und dies und das und jenes. Und das ist richtig nervig heute. Ich bin kurz davor, es aufzugeben und einfach irgendeine Runde hochzuladen, auch wenn die absolut langweilig ist. Okay, Ruin ist weg. Und da hinten jagen sie sich auch. So, ich hinterlasse keine Kratzspuren. Ich mache erstmal Totem. Der es an will. Ja, genau. Was macht eigentlich die vierte Person in der Runde? Der eine Bill wird gejagt, der andere Bill ist hier. Und Clödi hat wahrscheinlich gerade Ruin weggemacht. Ist jetzt hoffentlich am Generator. Micha hat auf Stufe 3 niemanden bekommen. Jetzt hat er Bill. Sind immer noch da drüben. Thanatophobie ist dabei. Okay. Solange nur einer verletzt ist, ist noch auszuhalten. Wenn alle verletzt sind, hast du quasi am Generator keinen Fortschritt mehr. Es wäre aber cool, wenn jetzt irgendwo mal ein Gen angeht. Vielleicht in der Shack hinten. Er lässt Bill liegen. Oh! Oben. So geht's auch. Hauptsache, der liegt jetzt nicht auch gleich. Dann, wenn zwei Personen am Boden sind oder am Haken, finde ich das immer eine sehr schwierige Ausgangssituation. Er lässt sich wahrscheinlich jetzt auch stalken. Er hat Clödi. Das heißt, die ist auch mit dort vorne. Ich verrate jetzt, wo ich bin. Aber dann sollten sie es doch schaffen, ihn dann zu retten, oder? Wenn die alle dort vorne sind. Wenn ich würde sagen, ich mache Generatoren. Und ihr... Oh, ich habe meine Glyphe gefunden. Nö, die geht retten. Er ist aber auch campy.
Ich habe ja Verwandt dabei. Das heißt, wir sehen den Killer, wenn er in Hakennähe ist. Das mit der Glyphe war übrigens aus dem Archiv eine Aufgabe. Diese Glyphen sind nicht standardmäßig im Spiel. Nur in diesem Archiv sind die teilweise Aufgabenbestandteil. Er sieht mich durchs Fenster. Ja, er hat mich gesehen. Und er wird gleich auf 3 gehen. Den anderen will. Ist zum Hügel zurückgegangen? Okay, wenn wir zu dritt den Gen durchziehen, dann brauchen wir nur noch einen. Das ist machbar. Ich hätte vorhin schon mal meckern sollen. Über die Runden. So weit bin ich heute noch nie gekommen, dass nur noch ein Generator übrig ist. Oh. Hi, Micha. Ich hoffe nicht, dass der noch Nöd einstecken hat. Ich meine, ich bin auch so ein Micha mit Nöd. Wo viele sagen, es ist total unnötig, weil Micha ja an sich Fähigkeit hat. Er kommt, Glödi. Ja klar, er kommt hier rum. Logisch. Ja, geh halt auf 3. Kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ja. Ist okay. Ist okay, ist okay. Die anderen sollen jetzt nur aufpassen, dass er die nicht auch noch bekommt. Die sollen lieber warten, bis er runter ist. Aber ich habe Verwandt. Das heißt, die sehen jetzt auch, wenn er in meiner Nähe steht. Und Geht weg. Aber ist immer noch in Schauweite. Passt auf, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ey, camp mich jetzt nicht weg. Camp mich jetzt nicht weg, okay? Nicht grabbeln lassen. Danke, Clödi, aber ich hab Geline. Okay. Gute Teammates. An dem Gender war die Clödi, oder? Ein Gen noch, Leute. Aber besser so, als die Klödi direkt am Boden. Ich kann mich selber heilen. Geh in Richtung Scheck. Muss ich weg.
Wir haben hier einen Gen, wir haben dort hinten am Hügel und in dem Jungle Gym einen Gen. Das heißt, es ist recht nah beieinander. Aber wir müssten es eigentlich hinbekommen. Wenn sie noch an der Shack sind, sollten wir... Nee, sind nicht mehr an der Shack. Hilfe! Hilfe! Tritt den Gen, oder? Der tat. Ich könnte dich an den Gen, wenn die dort weggehen. Die Klüte hing auch noch nicht. Ich riskiere es. Fürs Team. Okay. ja. Oh, da sind welche am Gen. Es ist trotzdem mit Abstand die beste Runde DVD, die ich heute hinbekomme. Die sitzen halt verletzt und die heilen sich. Bill. Nein. Ja, danke. Bill, der will doch mich. Ich doch. Sag ich nicht. Er hat uns jetzt halt richtig in der Hand. Wir kriegen es nicht geschissen, diesen letzten Generator anzumachen. Ist auch nicht so clever, dass ich mich hier heile zwischen den Gens. Vorne, der müsste halt langsam angehen. Wenn hier wer dran ist. Oh oh, das war's. das war's. Ja. Doof. Hä? Was? Wie jetzt? Was? Welcher Ausgang? Hä? Ich komm raus! Ich komm raus! Vielleicht, ist er denn wie ein Blutwächter? Blutwächter. Er ist auf 3. Wir sollten es nicht riskieren jetzt. Oh, sie ist selber... Sie hatte Befreiung. Richtig gut. Der da, der jetzt aufgehangen wird, ist tot. Okay, wir tanken, wir tanken, wir tanken. Ja! Lilly, wenn du jetzt stirbst, bist du selber schuld. Ja, Dad hat. Sie will ihr Dad hat nutzen. Ich würde so lachen, wenn sie jetzt umgehauen wird.
Okay, hat sie Glück gehabt. Ich hätte so gelacht, wäre sie jetzt umgefallen. Ich bin rausgekommen. Hallo? Ich hätte vorher schon mal meckern sollen. Die Runden heute waren so schrecklich. Aber ich habe es endlich geschafft, eine Runde aufzunehmen, die ich euch zeigen kann. Ich verabschiede mich. Ich bin heute ein bisschen, naja. DBD war jetzt sehr anstrengend, sagen wir es so. Deswegen Schluss mit DBD für heute. Wir sehen uns aber morgen zu einer neuen Folge DBD, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, macht's gut. Macht euch einen schönen Tag, wollte ich eigentlich sagen. Bis morgen eventuell, wenn ihr Bock habt. Tschüss!